Ah, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu der Hänger zu Challenge zur Folge 1. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Aber wir sind hier in Bern, meine lieben Sportsfreunde. Ich probiere mich jetzt auch an der Hängerzug-Challenge. Wir sind hier bei Carmi. Ich hoffe, dass man es so ausspricht. Da haben wir eine bergige Rampen, da ist ein Mr. Germany Tracker. Ich richte mich ein bisschen nach sein, jetzt nicht nach seiner Playlist, aber nach seine Challenges. Wir fangen jetzt mal um mit den Parallelen, habe ich mir gedacht. Hängerzug vor mit dem Drehschemel ist nicht jedermanns Sache, ist auch nicht so einfach. Ich habe mich jetzt hier für ein Dach für einen 105er entschieden, mit dem werden wir das durchziehen. Kurz nach der bestandenen Matterhorn Challenge. Ah, Matterhorn Challenge, sorry. Schweizer Event Challenge. Das Matterhorn ist hier. Meine Sportsmänner, ist hier. Man hat auf die Seiten gehen müssen. Danke an den lieben Sabius. Grüße gehen raus an die. So, da ist die richtige Open gewesen. Und dann haben wir jetzt hier die Rampe, was ich meine. Und ich möchte aber das folgenderweise machen. Ich kann jetzt keinen Timer einknicken. Aber wer jetzt hier mitstoppen möchte, dem sage ich, ab wann das er stoppen soll. So, wir haben jetzt hier diese Rampe hier. Da möchte ich jetzt hier mit meinem Hängerzug reinfahren. Das heißt, ich stehe jetzt hier oder machen wir es ab vorne? Nein, wir machen es ab hier. Ab hier fange ich an. Und dann jeder, der was selber ausprobieren möchte, also ungefähr ab hier mit der Europaletten. Und jetzt drücke ich auf den Timer. Und jetzt geht's los, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir da parallel einparken. Jetzt brauchen wir natürlich den anderen Spiegel drüben nicht. Jetzt mache ich da auf. Und Rückwärtsgang rein. Und versuche jetzt hier den Hänger rein zum Schirm. Das ist jetzt nur so, das, wo es am leichtesten geht. Das parallele Einparken. Seht's, er läuft schön. Ich hoffe, dass er schön läuft. Sieht man wieder nichts. Sieht man wieder nichts. Upsa. Aber wir stehen an der Rampen noch einer Minute, meine Sportsfreunde. Also ich zähle jetzt mal die 5 Sekunden ab, aber es wäre jetzt hier so gesehen, wäre jetzt hier dieser Ruckler, wäre jetzt das gewesen. Wie gesagt, parallel parken mit dem Hängerzug hier kein Problem. Das wäre es dann wieder für die erste Folge gewesen. Ich hoffe, Ihnen gefällt das neue Projekt, so ein bisschen nebenbei ein bisschen was. Nächstes Einparken suchen wir jetzt dann raus. Und wenn es Ihnen gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, das eine oder andere Kommentar auch, wo wir halt überall einparken sollten. Keine Angst, Hauning soll, kommt noch. Da muss ich auch noch ein bisschen üben. Ich wünsche euch noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem meinen Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer XP. Servus.